Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. Die Nummer weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe zwischen der letzten Aufnahme und jetzt ein bisschen Pause gemacht und zwischendurch ein bisschen Rimworld aufgenommen. Und in der letzten Aufnahme von Rimworld, die ich gerade gemacht habe oder die ich vor einer Weile gemacht habe, jetzt schon wieder, da habe ich mich schon mehr oder weniger verabschiedet auf unbestimmte Zeit, denn ja, es wird langsam ernst. Und ich werde demnächst nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen haben. Und ich habe mir vorgenommen, wenn das jetzt mit der Arbeit richtig losgeht, dann werde ich erstmal das mit den Let's Playen sein lassen und jetzt, wo ich noch Zeit habe, richtig schön viel vorproduzieren. Und vielleicht merkt das gar nicht, dass da eine Pause ist. Vielleicht merkt das doch. Ich kann es nicht garantieren. Und vor allen Dingen, jetzt fange ich erst gerade an, für heute aufzunehmen. Also ein paar Starbound-Folgen werden jetzt noch kommen. Bei Wimworld bin ich mir nicht so sicher. Es macht wahnsinnig Spaß, es zu spielen. Und das Aufnehmen macht mir auch Spaß, aber wenn ich mir nachher die Folgen angucke, habe ich nicht so ein rundes Gefühl wie bei Starbound. Obwohl, selbst bei Starbound finde ich das jetzt nicht immer so klasse, was ich da mache. Aber anscheinend gefällt es euch noch. Zumindest zu diesem Zeitpunkt sind die Resonanzen auf meine Videos noch ganz positiv. Und ja, solange das so ist, solange werde ich dann auch weitermachen. Ich sortiere das mal hier, mal gucken, was da rauskommt. Ach ja, die ganzen Pickaxes. Ach ja, stimmt, ich wollte jetzt losfliegen, aber bevor ich das mache, hätte man eigentlich auch vorbereiten können oder heimlich machen können. Wir haben ja hier noch unsere Farm oder unser Feld. Es ist mehr Feld. So, da ist was runtergefallen. Ist natürlich blöd. Ja, wir ernten das jetzt nochmal schnell alles. Und dann nehmen wir das hier mit. So. Dauert ein bisschen. Wir könnten das eigentlich mit der Pickaxe ernten. Ist das schneller? Ich meine, ich benutze die Pickaxe ist wahrscheinlich sonst eh nie. Also, es fühlt sich nicht wirklich schneller an. Und dafür mache ich jetzt die Pickaxe kaputt. Da können wir auch das hier weiter benutzen. So, her damit. Das pflanzt man dann alles wieder neu auf. Und schöner. Und geordneter. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Campfire kommt auch mit. So. Na, Campfire ist runtergefallen. So, was wollte ich noch erzählen? Genau, bevor ich jetzt gerade Starbound geöffnet habe, hat sich ein neues Update, neuer Patch gemeldet. Version 1.0.3 spiele ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was das spielerisch für einen Unterschied macht. Eins habe ich gelesen, also ich habe die, wie heißt das immer, Changelog, den habe ich so ein bisschen überflogen. Und eins, was ich gelesen habe, ah, guck mal, das sind unsere Mutantenbäume. Wo wir hier diese Tannenbäume mit den fluffigen Bäumen gekreuzt haben. Und beides sieht aus wie ein Verbrechen gegen die Natur. Obwohl die hier. Ah. Okay. Irgendwie habe ich Lust, diese Bäume zu fällen und deren Saatgut platt zu machen. Obwohl, Moment. Wir können alles wieder in Anführungsstrichen gut machen. Wir fällen den jetzt und wir fällen den anderen. Und dann stecken wir die Samen wieder zusammen. Und dann kriegen wir eins von beiden wieder. Also das Ursprungs. Den Ursprungsbaum kriegen wir dann wieder zusammen. Wenn wir das so machen. Es gibt. Das habe ich früher mal verwendet. Ich weiß nicht, ob ich es in Let's Play verwendet habe. Es gibt manchmal Bäume, die droppen nur einen einzigen Sapling oder gar keine Saplings. So wie das jetzt hier gerade. Das Ungetüm. Und dann gibt es Bäume, die droppen sehr, sehr viele Saplings. Und über diesen Trick, dass man die beiden zusammenführen kann mit den vielen Saplings und dann wieder zurückführen kann, da kann man dann praktisch von so einem Baum, der wenig Saplings wirft, dann sich noch ein paar erschummeln. Der hier hat auch bloß eingeworfen. Naja. Irgendwie macht mir dieser Baum mehr Angst als diese komischen Augenbäume. Und ich kann die Augenbäume schon gar nicht leiden. So, wir erlösen dich von deinem Leid. Du Geschöpf meiner nicht vorhandenen Kreativität. Wenigstens haben wir jetzt noch ein bisschen Wut bekommen. Dann noch schnell zum Science-Außenposten. Ich hoffe, die Mods gehen jetzt alle noch mit dem neuen Patch. Sollten sie eigentlich. Aber man weiß ja nie. Das ist halt, wenn man mit Mods spielt. Das Übliche. Objects. Hier sind meine Mutantensamen. Bitte zusammenführen. Jetzt haben wir drei davon. Oh, was war denn das eigentlich? Ach so, hier der Container. Ja. Setzen wir dann alles irgendwo, wo es dann mehr Sinn macht. Was haben wir denn noch so? Holzhammer. Ach, schätz mal, ich habe das restliche Zeug dann irgendwo in meinem Raumschiff gelagert. Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen.
Und ich sehe gerade schon 5 Minuten für nichts. Tja, das ist halt so, mache ich Let's Plays. Genau, hier hätte gar nichts mehr reingepasst. Das sortiere ich aber dann. Erstmal suchen wir uns einen Planeten aus. Hier ist ein Frozen Moon, daran kann ich mich noch erinnern. Oh, ich find's cool, dass hier Moonstone und sowas, dass das hier auch jetzt in die Liste kommt. Oh, das gefällt mir. Was ist das? Titanium. Dangerous. Ah, guck mal, hier steht der Schwierigkeitslevel jetzt gerade. Das ist eine angenehme Änderung. Hier ist ein Wüstenplanet mit moderater Schwierigkeit. Obwohl ich weiß nicht, wie die neuen Schwierigkeitsgrade heißen. Moderat war früher immer so drittes Level. Lush-Planeten waren erstes und dann kam Mostly Harmless. Okay, Forest ist auch moderat. Unknown. Oh, ich verhungere gerade. Das müssen wir ändern. Hier, Boiled Rice. Ist. Warum ist. Ach so, weil ich auf dem Stuhl stehe. Sitze. Der ist nicht an seiner. Hier am Kontrollpult ist man nicht. So. Ja, komm, bis du satt bist. Ich sehe gerade, wir könnten da noch ein bisschen Nahrung uns aneignen. Das ist nicht wirklich viel, was ich hier habe. So, hier war ich schon. Hier war ich schon. Unknown. Moonstone Ore und Erkios Crystals gibt's hier. Das ist cool. Ich glaube, ich werde mir den angucken, wenn ich jetzt hier nichts Besseres finde. Wo? Was haben wir? Ach so, Berwin. Berwin, der Whisky ist. Oh, so viel. Ja, super. Ein Schwefelozean. Und ein Bockplaneten. Ein Sumpfplanet. Der moderat ist. Was gibt's denn hier? Neptunium und. Also kein Titanium. Nee, Titanium sowieso nicht. Kein. Wie heißt das Zauberzeug nochmal gleich? Hier, die Dreiecke. Tungsten. Hier gibt's Tungsten. Gut, fliegen wir erstmal hier hin. Ah, hier ist, was ich gerade vergessen habe, was ich unbedingt noch machen wollte. Ich wollte doch eine Markierung setzen für meinen Starterplanet, dass ich dort angefangen habe. Das machen wir dann. Erstmal hier ein bisschen Inventar sauber. Inventarpflege, mehr oder weniger. Haben wir irgendwie. Das nehme ich mal mit. Und Timber, genau. Und das, was ich eigentlich suche, habe ich hier nicht drin. Auch nicht bei den Blöcken. Ich suche nämlich Wooden Platforms. Dreimal herstellen. Und dann setze ich die hier so drauf. Und bevor ich es vergesse. Erstens, das sieht furchtbar aus. Das muss hier weg. Bevor ich es vergesse, der Planet, von dem wir gerade gekommen sind. Ich glaube, das war der hier. Add Bookmark A1. Also A nenne ich jetzt den Sektor und 1 der erste Planet, das erste Sonnensystem in dem Sektor und der Planet heißt jetzt wieder Starter. Einfach nur Starter? Ja, das reicht zu. Oder Starter Planet. Fühlt sich besser an. Ist beides irgendwie komisch, aber so fühlt sich's besser an. Und das hier ist dann A1 Baron. Whisky. Aber Bären sollte eigentlich keine Gegner haben. Das ist der Witz an dem Bärenplaneten. Er sieht doch so aus. Der hat kaum Schwerkraft. Interessant. Was ist denn das hier für Zeugs? Was. Gott, das braucht ja ewig. Ruhestone. Also. Und das hier ist Wastestone Block. Mal gucken, was wir daraus machen können. Aber mein erstes Gefühl ist nicht viel. So stelle ich mir ehrlich gesagt so ein Desert-Planet im Endstadium vor, nicht Desert-Planet. Hier Wasteland-Planet, genau. Also da, wo so eine Zivilisation mal drauf war, die dann am Verfall begriffen ist. Und wenn es dann endgültig vorbei ist mit der Zivilisation, alle Reste weg sind, dann bleibt halt hier sowas übrig. So ein Steinklumpen, der aber immer noch irgendwie Atmosphäre hat, also Sauerstoff. Sonst würden wir hier gnadenlos ersticken. Und ja, also ich erwarte jetzt nicht wirklich, dass hier noch was Spannendes passiert. Genau, ich bin hier lang gelaufen, weil ich unbedingt Tungsten finden wollte. Wisst ihr was? Ich grab mich jetzt mal hier ein. Obwohl, das ist auch. Ah, das dauert ewig. Gut, bei den meisten Planeten gibt es ja immer ein zweites Biom. Das hier sieht aus wie das zweite Biom. Was ist das? Oh, Calci. Nomad, irgendwas. Ich lese es nicht laut vor. Aber Calcium ist wichtig.
Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Es ist nicht Calcium, es ist irgendeine besondere Gesteinsart, die sehr quarzhaltig ist, glaube ich. Und ja, das haben wir jetzt gefunden. Aber das ging relativ schnell. Ist das jetzt schon wieder vorbei? Hier ist auch noch ein bisschen was davon. Vielleicht gehört das auch zu diesem Wasteland-Bionom. Das kann ja sein. Ich mir fällt gerade ein, ich habe doch Pickaxes. Okay, ich suche jetzt mal so lange, bis wir einen Spot haben, der relativ weit unten ist. Und ich nehme mal meine Taschenlampe. Es ist ja furchtbar, hier die ganze Zeit im Dunkeln zu laufen. Ach genau, ich habe ja eine Waffe, die auch ein bisschen Licht macht. Können wir hier ein bisschen rumballern? Stört eh keinen. Oh, und hier geht es ein bisschen nach unten. Habe ich gerade was gehört? Ich glaube, ich habe was gehört. Das macht mir gerade Angst. Pickaxe will ich ausrüsten. Dann nehme ich mal. Achso, das ist jetzt alles weg, weil ich das Zeug in den Locker getan habe. Ich hätte gern irgendwas, was leuchtet. So. Da unten geht's auch irgendwie weiter. Ja, ich laufe jetzt einfach mal stur nach unten. Ist das eine Kiste? Ne, das ist einfach nur Gestein, das aussieht wie eine Kiste. So, mal gucken, ob wir hier. Ich mache mir mal hier, wie früher, Markierungen, wo ich langgelaufen bin. Das kann ich nicht machen, weil ich keine Torches dabei habe. Kann ich mich noch hier raus teleportieren? Nein, ich bin schon zu weit unten dafür. Ah, das ist ja super geplant. So, komme ich hier noch raus? Hier müsste ich rauskommen. Und es ist Nacht, das gefällt mir sowieso nicht. So. Aber die Musik klang wie Tag. So, jetzt rüsten mich jetzt noch ein bisschen besser aus. Torches, wo haben wir die? Hier 90 Stück, die können wir ruhig mitnehmen. Brauchen wir noch irgendwas? Soweit ich jetzt hier sehe, nicht. Und das ist ja mein einziger Lagerplatz hier gerade. Genau, Lagerplatz ist das Wort, was ich gesucht habe. So, es ist immer noch Nacht. Und wir setzen mal Torches auf die 2. Weil, warum nicht? Und dann fange ich an, mich direkt hier irgendwo einzugraben. So. Gucken, ob das ein bisschen schneller geht. Ja, ist ordentlich das Tempo. Ein bisschen hier reingucken, ob da irgendwas gleich ist. Ah, hier geht's. Nein, das war. Eins will ich drücken. Ha, ich muss mich immer noch an die Steuerung gewöhnen. So, hier geht's nicht wirklich weiter. Nehmen wir das hier oben mal mit. Ah, und das fängt an zu leuchten. Nicht zu leuchten. Was fängt's an, Tag zu werden? Ja, das ist ja auch eine Form von Leuchtung. So, ich grabe mich einfach stur hier runter und sobald wir dann wieder uns hochgraben, da fange ich dann an hier uns hochzugraben. Hier. Mit Erdfahrstuhl. Hier ist irgendwas im Weg. Ah, hier Rohrstone. Egal, das nehmen wir jetzt. Da gehen wir jetzt durch. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Hier haben wir noch ein bisschen Sandstein. Ist das Sandstein? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eigentlich was anderes. So. Schwerkraft ist ja nicht wirklich schwer auf dem Planeten. Ach, gehen wir hier ein bisschen entlang. Mal gucken, wo es uns hinführt. So, jetzt höre ich schon am Hintergrundgeräusch, dass wir in einem niedrigeren Layer sind. Eigentlich kann ich hier die Spitzhacke dafür aufsparen, wenn wir hier nur so wenig abbauen müssen. So. Die ist schon wieder fast kaputt. Was ist schon wieder? Die ist schon fast kaputt. Jetzt schon. So, hier geht es nicht weiter nach unten, dann wieder Spitzhackenzeit. Und weiter nach unten. Ich überlege mir jetzt gerade, das ist doch stinklangweilig für einige wahrscheinlich wieder. Oh, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Jetzt wird es plötzlich interessant. Jetzt wird es plötzlich interessant. Kupfer interessiert uns jetzt zurzeit nicht mehr, aber was ist da unten? Ein Fossil. Ich glaube, ich war schon mal vor langer, langer Zeit an einem Bärenplaneten und habe da auch schon mal festgestellt, dass die Untergründe von Bärenplaneten gar nicht so furchtbar aussehen. Was wieder zu der Geschichte passt, die ich am Anfang erzählt habe. Dass ein Bärenplanet eigentlich so ein Endstadium eines zerstörten Zivilisationenplaneten ist. So, geschafft. Und da kommen auch die letzten Überlebenden dieser Welt, die mich angreifen. Und das Blöde ist an diesen Leuten,
dass die ordentliche Stärke haben und wir nicht. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse... Oh Gott sei Dank. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, wäre ich sinnlos gestorben und das wäre doof gewesen. Sehr doof sogar. Ich hätte das hier machen können. Wieso habe ich denn die Waffe? Ich habe mich so gefreut, dass ich die bekommen habe. Jetzt habe ich mich selbst damit verletzt. So, wir müssen nach unten gucken. Dafür wäre eine Flare gut gewesen. Okay, wir kommen hier runter. Dann... Oh, ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Fackel kann man hier hinsetzen. Und jetzt Taschenlampe. Taschenlampe ist das hier. Wir müssen hier noch Blöcke einsetzen. So geht das nicht. Mal gucken. Hier haben wir die Einhandwaffe, die eigentlich ganz praktisch ist. Und den Raketenwerfer auf der 4. Setzen wir hier auch den Raketenwerfer. Oder irgendeine Fernwaffe wenigstens. Auf die 4. So. Muss mich noch entscheiden, welche da besser ist. Nee, ich will hier die Pistole. Beziehungsweise hier wechseln wir dann halt zwischen Raketenwerfer und der anderen Waffe. Das ist okay. Und was haben wir denn noch so? Ach, die 5 benutze ich eh nie wirklich. So, hier weg damit. 5 benutze ich normalerweise nicht. 5 können die Fackeln hin. Das würde auch so ungefähr passen, was ich früher so hier hingesetzt habe als Taskleiste. Da können wir 2 wieder als Heilung machen. So, hier hin und hier hin. Und passt das jetzt? Ja, dann tauschen wir hier Fackeln gegen Seile aus. Und Flammenwerfer gegen das hier und hier Pistole gegen Schwert. Das wäre doch eine Alternative. Können wir aber auch gleich das Zweihänderschwert nehmen. Oh, und hier gibt es gleich irgendeine Sache zum Entdecken. So, ein Meta-Manipulator-Modul. Und wieder Wildmarken setzen. So, da bin ich lang gekommen. Und da ist Tungsten, das will ich eigentlich haben. Da ist was Böses, das will ich nicht haben. So, erstmal noch ein bisschen was. Haben wir das Campfire mitgenommen? Gott sei Dank. Setzen wir mal kurz hier hin und machen uns noch ein paar Zutaten. Boiled Rice würde ich mir aufheben, weil ich habe gemerkt, Reis verfällt nicht. Deswegen ist der Reis sozusagen mein Notproviant. Der Rest, soweit ich mitgekriegt habe, verfällt ja. So. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt was aus verfaulten oder fast verfaulten Nahrungsmitteln macht, ob das dann wieder sozusagen neu aufgestockt wird. Wäre an sich eigentlich ganz schön, wenn das so wäre, aber ich glaube selbst irgendwie nicht ganz daran. So, jetzt braucht man hier die Blöcke. Und bei mir ist es die Plus-Taste, aber bei euch, ich glaube, es ist Rechts-Control oder so. Um Blöcke als einer Blöcke zu setzen. Ich mache das schon so lange, warum mache ich gleich das euch noch? Wenn ihr meine Let's Plays geguckt habt, wisst ihr das eh schon. Und wenn ihr selbst da war und spielt, dann wisst ihr das auch. Und wenn beides noch nicht der Fall ist, dann könnt ihr das woanders lernen. So, die 4. Ah, das geht doch eigentlich. Ja, es ist gar nicht so schwer, gegen die Viecher anzukommen. Das da oben machen wir mal sicher zwar weg. Das können wir eigentlich auch hier unten uns fallen lassen. Okay, das will ich noch einsammeln. 6. Punkt. Und drauf damit. Und eine Fackel können wir ruhig nochmal setzen. Damit wir uns besser umschauen können. Sehe ich das richtig, dass ich schon fast 20 Fackeln verbraucht habe? So viel zum Thema vorsichtiger Umgang mit Fackeln. Aber auf der anderen Seite will ich auch ein bisschen gucken, wo ich langlaufe und wo ich langlaufen kann. 3 war's. Ah, ich habe hier keine Taschenlampe in dem Menü. Muss ich so machen. Ah, hier komme ich noch vorbei. Da sind Ranken. Und irgendein Grinsevieh. Geh weg. Rakete. Sehr schön.
Kann ich damit den Gang eigentlich beleuchten? Ja, kann ich. Ich glaube, hier unten ist was, was ich haben will. Na, ah, jetzt habe ich meine Seile verschwendet. Das ist gefährlich. Das war sinnlos. Und schade, um die Seile. Ja, mal Silber. Okay. Ah, Moment mal, mit dem Raketenwerfer habe ich wieder das alte Lichtverhalten. Und das bedeutet, ich kann wieder in die Wände gucken. Ja, ein Raketenwerfer zum Prospektieren ist auch nicht schlecht. Erweist sich als erstaunlich effektiv. Oh, und hier unten, das sieht so aus, als würde es dann schon in die nächste, ins nächste Bionom gehen. So, hier war eine Ranke. Die interessiert mich aber nur so als Zeichen, dass es hier mal noch Leben gibt. Im Untergrund. Und, da ist was relativ leicht zu erntendes. Ja doch, ich setze hier noch eine Fackel als Wegmarker. Sehr schön. Und jetzt schlachten wir das Ding da. Ich habe mich gerade von dem Hasen erschreckt. Hier, der böse Hase. Der kam da so aus dem Nichts hervor. Ja, komm, wir gehen noch weiter runter. Was gibt's hier unten? Wasser gibt's hier unten. Wir haben Wasser entdeckt. Und einmal das bitte hinsetzen. Da hinten sind noch mehr Silber. Ich bin jetzt eigentlich wirklich mehr aus Tungsten aus. So, eins. Komm, ich will nach unten und gucken, was da ist. Fünf nochmal. Achso, wir können ja hier nicht. Genau, vier. Und wechseln. Sehr schön. Eins und null. Und dann wieder wechseln. Ja, jetzt sieht es wieder ein bisschen trauriger aus. Okay, ich höre nichts. Fünf. Ah, da ist ein Gegner. Also will ich hier lang. Da ist auch ein Gegner. Na, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Was hatte ich als Einkampfwaffe? Die drei. Oh Gott, das sind ganz viele. Los. Los. Ganz knapp. So, du auch noch. Du musst sterben, weil du zu mir fliegst und ich dich nicht sehen will. So. Bäh, 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 bäh. Ah, okay. Fünf und Fackel. Und hier gibt's Kohle und Kupfer und so einen Statuspot. Und noch mehr Fliegen. Ah. Muss mal jemand hier den Kammerjäger rufen. Ein ganz furchtbares Insektenproblem. So. Das hätte sich jetzt wahrscheinlich ganz gut gemacht, den Rocket Launcher zu benutzen. Aber nö. Können wir ja. Doch, das macht sich ganz gut. Das macht sich nicht ganz gut. Soll ich die Folge mit einem Tod beenden? Warum nicht? So, bis zum nächsten Mal. Wenn ich wieder belebt bin, sammle ich mein Zeug zusammen. Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich starte die Folge genau hier, aber mit meinem Zeug im Inventar. Weil, weiß ich nicht, den Planeten haben wir jetzt gesehen. Er ist so semi-interessant, eigentlich nicht. Bis dahin, tschüss.